Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, euch hat das Repariervideo zu dem LED-Netzteil ziemlich gut gefallen. Deswegen habe ich hier jetzt mal einen DVD-Player, der kaputt ist. Das Ding ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, also vielleicht erkennt das Teil ja einer von euch, aber ich habe keine Ahnung, wie alt das Ding jetzt genau ist. Vielleicht steht hinten was drauf. Ja, wir können uns einmal die Rückseite, ihr könnt euch auch mal die Rückseite anschauen. Also da steht jetzt, glaube ich, nichts drauf. Hier ist noch eine Seriennummer drauf, Artikelnummer, aber kein Produktionsdatum oder ich sehe jetzt so auf den ersten Blick keins. Ja, das Ding habe ich gekriegt. Das Teil, das was ich dazu weiß, ist es, dass es kaputt ist. Was genau kaputt ist, weiß ich nicht. Ja, ich habe mal alle Schrauben gelöst. Innen klappert schon was, habe ich nämlich festgestellt. Ich habe gesagt, wir schauen uns das mal an. Deckel kann man abnehmen. So, was sehen wir hier? Einmal mittig sehen wir das Laufwerk hier. Hier ist eine Platine für ein Netzteil. Und hier ist die Steuerelektronik. Vorne ist noch was für die LEDs und die Knöpfe drin. Ja, erstmal gucke ich, was hier jetzt klappert. Ich schüttel das Ganze mal. So, da muss es raus sein. Okay, was hier klappert? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, was hier geklappert hat, ist eine Sicherung. Das war die Sicherung vom Netzteil höchstwahrscheinlich, die abgerissen ist. Die ist aber kaputt, die ist durchgebrannt, wie man sehen kann. Also da ist so ein Metalldampf, kupferfarbener Metalldampf drauf. Ja, das heißt, irgendwas ist schon mal kaputt. Ja, ich würde sagen, dass der Fehler auf dieser Netzteilplatine liegt. Ich hoffe, dass nur das Netzteil kaputt ist. Und nichts vom Rest. Ich gucke mal, ob man die Stecker lösen kann. Ja, ich löse jetzt hier einfach einmal die Stecker. Oder so weit, wie es geht. Ja, zum Glück nicht mit Kabelbindern festgemacht, sondern mit so diesen, die man hier auseinanderdrehen kann. So, ja, das ist das Netzteil. Das geht zum DVD-Laufwerk. Und das kann man hier rausziehen, hoffe ich mal. Da könnt ihr den Stecker sehen. Ich glaube, das ist ein Molex. Heißt das Ganze. Gucken wir mal, ob ich den da rauskriege. Der geht da echt schwer raus. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Also, jetzt aber. Nee, immer noch nicht. Aua, jetzt ist er raus. So. Ja, das ist das Netzteil. Ich guck mal gerade. Ich müsste den hier auch rauskriegen, wenn ich die Seite abschraube. Ja. Den kann man nämlich rausnehmen, also das Netzteil. Ja, wir können ja. Oh, hier ist was schon mal vom Netzteil. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Jetzt seht ihr es, hier ist einfach ein loses Kabel dran. Mit einer ADN-Hülse, wo das hier jetzt hingeht. Ne, mit einem Kabelschuh. Das ist ein Kabelschuh, wo der jetzt hier früher mal drauf gewesen ist, das kann ich nur vermuten. Ich vermute, dass der hier irgendwo am Rand mit festgeschraubt war. Das könnte Masse am Ausgang sein, also vielleicht um das Gerät einmal Masse zu verteilen über das Blech. Ja, ich würde sagen, ich hole mal das Kabel mit der Lampe und dann gucken wir uns erstmal das Netzteil an, wo das Problem sein könnte. Genau. Das ist ein Universalnetzteil. Also hier auf dem Elko ist ein Sticker drauf. Ich halte das mal in die Kamera. Da. Na, ihr könnt es echt. Ja, kann man schwer lesen. Da ist ein Sticker drauf. Der sagt von 90 bis 260 Volt. Also ist das ein Universalnetzteil. Das ist ein Schaltnetzteil, also es kann einiges kaputt sein. Es kann der IC kaputt sein. Hier, es kann der Schalttransistor kaputt sein. Vielleicht haben die hier schon MOSFETs verwendet, ich weiß es nicht. Werde ich mir dann gleich mal angucken. Ja, ich würde sagen, ich baue dafür einmal das Gehäuse ganz auseinander, um das Netzteil komplett rausnehmen zu können. So, ich habe die Netzteilplatine jetzt einmal getrennt vom Rest. Ja, was sieht man hier drauf? Wir sehen hier einmal nicht, also wir sehen nicht besonders viel. Hier ist ein Eingangsfilter mit wahrscheinlich diesem Kondensator hier. Also Common Mode Inductor, Kondensator. Hier ist ein Brückengleichrichter. Hier ist dann der Elko, der aufgeladen wird. Der auf 325 Volt Gleichspannung. Genau, dann haben wir hier den IC drauf. Da drin ist ein IC.
Dann haben wir hier den Schalttransistor, da auf dem Kühlblech. Genau, was haben wir hier noch? Genau, dann haben wir den Schalttrafo hier. Das hier ist ein Interferenzkondensator. Der verbindet einfach die Masse vom Ausgang mit einem der beiden, mit dem Eingang, mit der Masse vom Eingang, also hier nach dem Gleichrichter der Masse. Das Ganze ist dafür da, um die Interferenzen, die das Ding durch die Schaltfrequenz produziert, möglichst gering zu halten. Genau, dann hätten wir hier höchstwahrscheinlich noch die Spannungsregelung, dass die Spannung stabilisiert wird. Genau, hier hätten wir ganz viele Elkos und Spulen. Und jetzt können wir auch mal gucken, wir können jetzt mal schauen, wie erkennt man kaputte Elkos, ohne zu testen. Das ist ziemlich einfach. So, wir können jetzt mal gucken. Hier läuft braune Suppe aus, der ist kaputt. Der hier, und die sind halt so leicht nach außen gebeult. So, der ist kaputt, der ist aufgeplatzt hier. Man sieht's. Vielleicht, wenn ich die ein bisschen so in die Kamera halte, genau, da sieht man es, dass der Deckel so leicht nach außen gewellt ist. Der ist kaputt, der ist kaputt. Also wir können nochmal gucken. So, der ist kaputt, der ist kaputt, der ist kaputt, der ist kaputt, der ist noch okay, der ist auch noch okay, der ist auch noch okay. Also erstmal so auf den ersten Blick, kann natürlich sein, dass die auch ihre Kapazität verloren haben. Aber die hier sind definitiv kaputt, die sollte man dann mal austauschen. Genau, es sieht so aus, als wenn als wenn die Platine hier hinten sehr, sehr heiß geworden wäre. Ich guck mal, ob ich euch das näher zeigen kann. Da können wir sehen. So, da ist irgendwas super heiß geworden. Da hat es nämlich gebrannt. Oder ja, da bröselt auch was weg. Ah, ihr könnt es nicht sehen. Da ist es. Da ist es super heiß geworden, da hat es hier diesen Stecker angefangen zu schmelzen und hier ist auch ein kleines Bauteil, was so schon leicht weggebröselt ist, was so grau geworden ist, das könnte eine Diode gewesen sein. Die ist kaputt, die hat wahrscheinlich einen Kurzschluss gemacht, durch Überlast oder irgendeinen anderen Fehler und dann ist auch die Sicherung am Eingang kaputt gegangen. Ich würde sagen, ich löte einmal die Diode aus oder vielleicht sind auch die Elkos kaputt gegangen, dadurch die Diode durch, warum auch immer, vielleicht hat ein Elko einen Kurzschluss gemacht, dann ist die Diode mit kaputt gegangen und dann ist auch die Sicherung am Eingang kaputt gegangen. Die Sicherung kommt übrigens von hier, da kann man es sehen, da war die Sicherung mal, hier, Fuse, die ist abgebrochen, weil die ist unten noch eingelötet, also da hat noch niemand was nachgelötet oder ausgelötet, die ist einfach abgebrochen. Vielleicht ist sie auch zu heiß geworden oder die Lötstellen waren schlecht. Ja, ich würde sagen, ich gucke mir das nochmal genauer an, was es war. Löte das Bauteil aus, gucke, dass ich vielleicht die Elkos tausche, löte eine neue Sicherung ein und dann gucke ich mal, ob es geht. Oder gucken wir, ob es geht. So, hier sieht man nochmal die Unterseite der Platine. Also man sieht hier richtig, wo es gebrannt hat oder wo es heiß geworden ist. Hier fehlt eine ganze Leiterbahn oder ein Stück einer Leiterbahn. Und da hätten wir auch schon das Bauteil. Ich vermute, es ist eine 10er-Diode, aber es ist halt ein bisschen geschmolzen, kann man schon fast sagen. Also der Tropfen, ich weiß nicht, ob es Glas war oder Metall, der hat sich auf jeden Fall verformt. Und hier auf der Platine, ich zeige euch nochmal die Seite. Da drin steht zwar noch ein bisschen, also ich glaube, steht was geschrieben. So, aber da kann man nicht viel erkennen, was da mal geschrieben stand. Da, ich guck mal, wie ich da am besten reinleuchten kann. So, aber da steht nicht viel. Ich würde sagen, ich lasse das einfach mal so. Wenn es eine 10er-Diode ist, ist es nicht so schlimm, wenn die fehlt. Und ja, die Kondensatoren, die würde ich jetzt mal tauschen oder anfangen zu tauschen. Und die Sicherung müsste ich austauschen. Hier ist ja die alte Sicherung, das ist eine 2 Ampere Sicherung gewesen. Das wären etwa 460 Watt, wo das Netzteil abschalten würde. Ich habe jetzt mal so welche hier, Fuses. Das sind welche für 1 Ampere, 100 Stück. Ich glaube, die Dinger kosten nicht mal 1 Euro oder nicht mal, ich glaube 1,49 oder so habe ich bezahlt. Es gab die mal im Angebot für unter 1 Euro. Die sind ganz gut, nur leider, hier war ja noch sowas dran, wie ihr euch erinnern könnt, oben. Ja, das habe ich dann jetzt hier, oben einfach ein bisschen Lötzinn drauf,
und dann den Draht angelötet. So, unten muss jetzt noch ein kleines Stückchen Draht dran. Dann kann ich die wieder genau so hier reinlöten. Dann sieht das Ding aus wie, ja, original. Das sollte halten. Also im Fehlerfall würde die Sicherung lange bevor der Lötstelle wegbrennen. Ja, klar, wenn man da jetzt irgendwie eine, ich weiß nicht, gibt es die jetzt, 16 Ampere gibt es auch, glaube ich, auf jeden Fall. Aber ich glaube, mehr als 16 Ampere gibt es so eine Sicherung nicht. Dann könnte es schon sein, dass die Lötstelle warm wird. Aber im Fehlerfall würde auch eher die Sicherung auslösen. Ja, ich suche jetzt noch ein Stückchen Draht für unten und löte die dann da ein. So, ich habe hier den Elko vom Eingang mal ausgelötet und getestet. 88 Mikrofarad, der ist noch okay. Das heißt, den kann man wieder einlöten. So, was hätten wir noch? Der Brückengleichrichter ist auch okay. Ich würde sagen, ich teste nochmal diesen Transistor hier. Was jetzt mit dem ist, das könnte auch ein MOSFET sein. Einmal mit dem Multimeter, Diodentest, gucken, ob man den noch erkennt. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich zum Ausgang über und teste die Dioden hier. Das sind höchstwahrscheinlich Schottky-Dioden, ob die noch okay sind. Dann kommen die Elkos dran und ja, dann soll das Ding eigentlich wieder funktionieren. Genau, die Sicherung ist jetzt hier wieder drin. Ja, ich guck mal, ob ich das zum Laufen kriege. So, hier sehen wir die Füßchen von unserem Schaltbauteil, entweder ein Transistor oder ein MOSFET. Da habe ich den Diodentest mit dem Multimeter und wir gehen mal hier einmal auf die Füßchen, einmal entweder auf Gate und das. So, da haben wir einmal die Füßchen von unserem MOSFET oder Transistor. Ich habe jetzt hier das Multimeter mit Diodentest und wenn es MOSFET ist, hätten wir hier Gate und Source und das ist ein Kurzschluss und Drain und Source ist auch ein Kurzschluss. Also alle Füßchen sind sehr, sehr niederohmig miteinander verbunden. Ich würde sagen, ich löte den mal aus und gucke, was das für einer ist. So, ich habe unseren dreifüßigen Kollegen hier mal gerade ausgelötet. Da sehen wir auch die Bezeichnung. Das Ding ist von Fuji Electronics. Können wir hier an dem kleinen Logo sehen. Das ist der K2645. Genau, und jetzt gehen wir mal hier ins Datenblatt. Das findet man mit einem Klick. K2645. 4,5. Wir sehen hier Voltage Gate Source, 30 Volt, High Speed Switching, es ist ein MOSFET. Der kann 600 Volt und 9 Ampere aushalten. Könnte man durch ein IRF47 ersetzen. Ich probiere es einfach mal. Die Gate Source Voltage passt leider nicht ganz. Verlustleistung ist okay. Ja, mindestens 600 Volt Drain Source Breakdown. Vom Blick ins Datenblatt des UC3842 ist mir eine Diode am MOSFET aufgefallen. Das ist eine Protection-Diode fürs Gate, die wahrscheinlich auch kaputt gegangen ist, wenn er einen Kurzschluss hat auf allen drei Füßchen. Dann habe ich die mal ausgelötet und wir testen die jetzt mal. Sollte sich ja in eine Richtung wie eine Diode messen. Ja, ich tue die mal hier rein, also in Pin 1 und 2. Tun wir die mal rein, so. Und wir gucken jetzt, was sie gemessen wird. Als Widerstand mit 0 Ohm. Die ist kaputt. Dann wird der Chip höchstwahrscheinlich auch kaputt sein. Das testen wir jetzt. So, ich habe jetzt noch den Chip hier getauscht. Das ist jetzt ein UC3843. Die sind, soweit ich das jetzt gelesen habe, kompatibel. Der ist kompatibel zu dem hier. Der einzige Unterschied ist die Undervoltage Protection. Ja, stört mich aber nicht, da das Ding kein DC-DC-Wandler ist, brauche ich die eigentlich nicht wirklich. Ja, hier ist jetzt der IRF47. Die Kondensatoren habe ich erstmal drin gelassen, ist jetzt erstmal für den Test nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir testen das Ding jetzt, also einmal schnell in DVD-Player rein, Kabel anklemmen und testen. So, ich habe das Netzteil jetzt mal hier reingepackt. Das ist mit zwei M3-Schrauben einfach nur festgeschraubt erstmal. Ja, da ist der DVD-Player. Kabel sind angeklemmt. Und ich würde sagen, ich klemme das jetzt mal eben hier an den Inverter an. Und dann gucken wir, was passiert. Das Gehäuse ist isoliert, das heißt, hier kann ich drücken, ohne dass irgendwas passieren sollte. Ich steck's mal ein. Oh, guck mal, das Licht geht an. Ha, cool. Jetzt, wenn ich den Knopf drücke. Also Strom kriegt er.
und das Netzteil geht wieder. Das heißt, die Reparatur funktioniert. Jetzt müsste ich gucken, ob der Player noch geht. Das heißt, ob das Ding noch startet und die Elektronik da drin beim letzten Netzteilschaden nicht kaputt gegangen ist. Ja, das würde ich sagen, versuche ich jetzt mal zu testen. So, hier ist jetzt der DVD-Player. Ich habe das Netzteil noch ein bisschen weiter zusammengebaut, zwei Elkos getauscht. Das sind die ganz kaputten gewesen. Das zeige ich euch jetzt einmal, wo die neuen drin sind. Das ist einmal der hier und der da hinten. Ja, aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, weil die Kamera-Akku ist gleich leer. Guckt immer auf die Lampe. Ich stecke den mal hier eben ein. Ja, der macht jetzt ein paar Geräusche, da das der Inverter ist. So, ich würde sagen, ich schmeiße den mal an. Da dreht sich gleich der Motor ein paar Mal. So, und jetzt drücken wir Open Close. Der DVD-Player geht wieder. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Fragen gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Man sieht sich dann im nächsten Video.